Freunde, hallo und willkommen zu einem kleinen Erklärvideo. Ich möchte mich erstmal für eine Sache entschuldigen, dass... Moment, ich muss das jetzt mal zeigen. Okay, ich habe hier mal den Ton weggemacht und das ist dieses Gewackel. Das scheint bei diesem Video einige gestört zu haben. Sollte ich nochmal was machen, dann würde ich das nicht selbstverständlich rauslassen, ja. Und einige Kommentare, die waren ja nicht so nett, ja. Fand ich jetzt nicht so gut. Ich weiß nicht, ob ich die euch zeigen soll. Unter dem Video jetzt hier speziell, ja. Gut, ja. Ja, das Gewokel ist wie recht anstrengend, ansonsten recht nett, ja. Das ist ein Punkt, den ich hätte rauslassen sollen, ja. So, und dann gibt es natürlich wieder die ganz Schlauen. Eigentlich sollte man solchen Leuten keine Bühne noch bieten und sich das eigentlich privat und so halten, mehr oder weniger, ja. Aber da muss ich mal drauf eingehen, auf den unteren Kommentar hier vor 2 Stunden, okay. Wenn das als Drachenlord-Fan dein Hobby ist, ist das ja auch alles okay. Aber wenn man sowas professionell machen wollen würde, sollte man sich schon etwas mehr Mühe geben. Wollte nur den Hinweis geben, dass man die Zeit auch wesentlich sinnvoller gestalten kann. Das ist mir natürlich klar, aber das nimmt für mich nicht viel Zeit in Anspruch, so ein Video zu machen. Das ist schnell eingequatscht, das ist schnell... Ich verdiene hier auf YouTube kein Geld damit. Ich verdiene kein Geld mit meinen Videos. Ich habe über 4000 Videos auf meinem Kanal alleine. Das hier ist ein Gaming-Kanal und nichts mehr, nicht weniger. Mit ab und zu mal einen kleinen Ausflug, wo ich auch mal über Drachenlord berichte, was auch in Zukunft ab und zu mal noch passieren wird, ja. Und zu deinem ersten Wort jetzt, wenn du als Drachenlord-Fan, ich bin kein Fan von diesem Typ, ich bin kein Drachenlord-Fan. Verstehe mich da mal nicht falsch, ja. Ja. Ich kann den Typ nicht leiden. Ich verstehe es nicht. Ich werde heute nicht verstehen, wie man so einen Typ überhaupt unterstützt. Normal könnte man auch wieder sagen, dürfte ich ihm ja auch keine Aufmerksamkeit geben. Aber man muss ja auch die Missstände ansprechen, ja. Ist ja logisch. Deswegen entstehen solche Drachenlord-Videos. Und das ist für mich ein Hobby, ja. Meine einzige Sache, für die ich mich entschuldigen möchte, das ist das hier. Ja? Das verstehe ich, wenn euch das richtig genervt hat. Mit diesem Gewackel, es kommt auch nicht mehr vor. Aber okay. So, das war's eigentlich. Eine kurze Erklärung, mehr kann ich dazu nicht sagen und glaube, mehr muss ich auch nicht sagen. Also ich habe mich bloß ein bisschen in der Verantwortung gefühlt, euch jetzt mal zu sagen, dass ich das auch mitbekomme. Und jede Kritik, die konstruktiv mir nahegebracht wird, nehme ich natürlich auch an. Und in dem Sinne, falls ihr irgendwas zu kritisieren habt, bleibt freundlich, erklärt mir das ganz normal. Und es gibt ja noch schlimmere Kommentare unter anderen Videos, wie ja das übliche lösch dich und deinen Inhalte, und warum sollte ich das tun? Es ist ein Hobby, es macht Spaß und ich freue mich auch auf das nächste Video, was ich da kommentieren kann. Und ja, vielleicht über Drachenlord, vielleicht, ja, übrigens über Lenny aus Wacken habe ich jetzt eine erste Reaction gemacht. Da könnt ihr vielleicht mal reinschauen. Die ist durchaus positiv, weil dieser Mensch positiv ist. Ja, und beim Rainer direkt, da fällt es halt negativ aus, weil der Mensch negativ ist. Nicht, weil ich das so will, dass der so ist, sondern weil der so ist. Verstanden? Okay. Dann bin ich erstmal weg. Tschüss.